Weiter geht's mit einer neuen Folge Knights of Honor 2. Wir sind ja stehen geblieben. Wir waren ja letzte Folge kurzzeitig im Krieg, sind immer noch gegen Rumänien. Gegen England. Wir sind ja mit Frankreich verbündet. Und da sollten wir denn jetzt auch mal. Erstmal. Jetzt. Das verbessern wir erstmal. Eure Befehle. So, genau. Erstmal rekrutieren wir hier. Nee. Hä? Meine Truppen warten. Wo bist du denn jetzt? Regiert in Bremen. Mein Schwert gehört euch, Majestät. Regiert keine Stadt. Dann gehst du mal nach Worms. In Ordnung. Machen wir aus diesen Bauern Soldaten. Ich bin bereit. Worms, du regierst. Mein Schwert gehört euch, Majestät. Und du regierst gerade in. Hä? Ah, okay, gut. Der geht jetzt noch da. Was ist euer Wunsch? Majestät, wir haben Söldnerlager in unseren Landen entdeckt. So sei es. Abbrechen. Ich grüße den strahlendsten Herrscher der Welt. Das kann ich leider nicht. Kultur stärken. Ich werde sie mit Worten umgarnen. Großartig. Jetzt kann ich es endlich ausprobieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Majestät. Heimlichkeit. Attentate. Seid kein Narr. Seid kein Narr. Zu euren Diensten, Majestät. Wir verbessern ja auch gerade schon die Meinung, ne? Vielleicht später. Das wäre nicht gerade weise. So, Schafszucht. Werden wir jetzt auch weiter verbessern. Markt natürlich jetzt. Ah, können wir gar nicht. Wie gesagt, wir müssen jetzt mal ein bisschen. Zack. Was haben wir hier? Nee. Okay. Ich muss jetzt ein bisschen warten. Ich kann jetzt ein bisschen was ausgegeben. Wo ist denn jetzt England? Gut, wisst ihr was? Wir treten jetzt den Krieg in England bei. So. Ja? Die Welt steht euch zur Verfügung. Da oben brennt's, ne? Haben wir überhaupt jetzt? Das hier ist Königreich Deutschland. Nee, das ist hier England, oder nicht? Frankreich. Hä? Wieso komme ich denn da jetzt nicht hin? Weil ich wahrscheinlich nicht auf den Boden kann, ne? So, zack. Ich komme da eh nicht hin, oder? Eine neue Verbesserung wurde abgeschlossen, Majestät.
Okay, so. Einige unserer Lande werden nicht regiert, Herr. Ich weiß, mein Freund. Uns hat eine Heiratsofferte erreicht, Herr. Die Kreuzritterarmeen wurden im Kampf besiegt. Eine göttliche Hochzeit, verlasst uns Prinz Bruno. Eine Verbesserung wurde abgeschlossen, Herr. Sollen wir los? Stopp kurz. Es gelüstet mich nach dem Kampf. Hä? Wo kann ich das? Seine Exzellenz, der König und seine erlauchte Familie. Prinz Ivan, Prinz Bertrud, Adele, Prinz Andreas, Anne Wien. Nahrungsmittel. Das können wir auch noch nicht machen. Es zieht Krieg auf. Und zieht Krieg auf. Jugendlich. Erwachsen ist er klar. Okay. Wo kann ich das denn jetzt hier nochmal? Ich bin bereit. Eine unmögliche Mission. Wo hatte ich denn jetzt gerade das Angebot bekommen? Ich weiß gar nicht mehr, wo das ist. Wie lautet euer Befehl? Ach, du solltest doch bitte in Bremen regieren. Hallo? Zeit, Soldaten auszubilden. Ja. Und du? Sollen wir los? In Worms? Ja, mein Herr. Majestät, ein Teil unserer Provinzen wird derweil nicht regiert. Sollen wir los? Mein Schwert gehört euch, Majestät. Okay. Einer unserer Ritter beherrscht keine Provinz. Ja, weil er auch gerade auf dem Feldzug ist, du Banause. Ich bin bereit. Majestät, unser Prinz ist bereit, dem königlichen Hof beizutreten. Stopp. Kostet 900. Okay. Wie lautet euer Befehl? Was ist euer Wunsch? Majestät, die königliche Familie. Wann stirbt unser eigentlich dann? Ja, mein Herr. Hat Frankreich jetzt verloren, oder was? So, und du kannst doch jetzt theoretisch... Wieso kann ich jetzt hier keine neuen mein Herr. Truppen machen? Da, jetzt. Zack, zack, zack. Okay. Sollen wir los?
Ja, ihr sollt los und die Stadt bitte belagern. Kein Geld. Mein Schwert gehört euch, Majestät. Okay, Deutschland greift jetzt an. Ich werde sie mit Worten umgarnen. Brechen. Wie steht es denn hier um den Krieg? Ja, England ist fast vorbei. Land in Sicht. Gut, unser erster Krieg jetzt. Wir helfen Frankreich natürlich, ist ja klar. Kämpft um den Sieg! So, stopp. Also. Belagerung läuft. Die Kaufleute im Reich rühmen eure Taten, Majestät. Was ist alles? Eine neue Verbesserung wurde abgeschlossen, Majestät. Sehr schön. Ein anderes Königreich möchte eine Ehe arrangieren. Belagerung. Zack. Okay, Verstärkung kommt. Verstärkung kommt aber auch bei uns gleich. Der Feind will unsere Belagerung brechen. Stopp einmal kurz. Wie viel haben die denn? ...2000 gegen 5000. Stark einseitig. Ja, okay. Wir haben in diesem Kampf keine Chance. Lieber nicht. Kann ich auch fliehen? Wir durchbrechen ihre Verteidigung. Bald durchbrechen wir ihre Abwehr. Kann ich auch fliehen? Wir werden vernichtet! Hallo? Okay, Rückzug. Es gibt nichts Schöneres als eine kühle Brise am Morgen. Aha. Okay, wir haben zu wenig Truppen gehabt. Na gut, erste Schlacht geht auf jeden Fall verloren, aber wir kommen wieder. Natürlich kommen wir wieder. So, Feiermacher. Majestät, ein Teil unserer Provinzen wird derweil nicht regiert. Ich weiß. Land in Sicht. Gut. Land in Sicht! Gehen wir erstmal wieder hier hin. Wir haben einen neuen Verbündeten in unserem Krieg. Wir haben einen neuen Verbündeten.
Einer unserer Ritter beherrscht keine Provinz. Ja, ich weiß. Muss mir das nicht dauernd sagen. Okay, also. Zack, zack. Wie sieht das mit Nahrung aus? 20. Na, wir produzieren überdurchschnittlich gut. Also, daran sollte es auf jeden Fall nicht liegen. Wie lautet euer Befehl? Lasst uns die Vorräte auffüllen und ruhen. Yes, erstmal ausruhen. Okay, erster Angriff war mal überhaupt nichts. Also, der ist kündlich schief gegangen. Der ist wirklich gründlich schief gegangen. Das war schon eher eine Blamage, muss man schon mal sagen. Okay. Naja. Müssen wir halt mit leben, ne? Speermacher. Ah, wird gerade produziert. Nice. Sehr schön. Uns hat eine Heiratsofferte erreicht, Herr. So, stopp. Also, unsere Familie sieht wie folgt aus. Euer weiser Herrscher und seine Prinz Anverwandten. Andreas, Hiban, Benfrut, Adela. Mit Schwaben. Wo sind die denn? Sollen wir das machen? Nee, will ich nicht. Nachher ist es ja deren. Nachher ist es ja deren Land, oder nicht? Möchte ich nicht. Es zieht Krieg auf. Wir müssen aber unseren Sohn vermehren, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh, die haben wir schon, oder? Eine Verbesserung wurde abgeschlossen, Herr. Bedeutet, wir können jetzt hier. Meine Truppen warten! Genau. Es kostet 60 Nahrung. Stopp mal kurz. Meine Feder gehört euch, Majestät. Nee, machen wir nicht, oder? Fühlt ihr die kalte Hand des Todes? Heute werden die Geschäfte laufen. Bauchholz. Okay. Ist das schon verbessert? Nee. Was sagt hier der Krieg? Die haben sich jetzt mal gleich erholt, hoffentlich. Sofort! Ich sterbe für mein Königreich, aber das geht nicht.
Sofort. Okay. Okay, wir können wieder Stelle. 2000 hat uns das gekostet. Okay. Also der erste Krieg ist dermaßen schief gelaufen. Aber wir werden natürlich noch mal neu angreifen, ist ja klar. Meine Klinge ist scharf. Ja. Mit der Faust. Was? Ah, ich verstehe. Eine unmögliche Mission. Okay. Was ist euer Wunsch? Okay, let's go. Was haben wir? Oh, mit so einem neuen Angriff starten. Zack. Unser Prinz sollte am königlichen Hof eingeführt werden, Majestät. Meine Truppen warten. So, warte mal. Handelszentrum verlegt. Mein Name ist ganze Goldsäcke wert. Händler. Lieber nicht. Ich bin bereit. Prinz Andreas, Prinz Jiban. Du sollst bitte in Wuch, in Worms. Ist schon jemand? Nürnberg auch, Regensburg auch. Wo können wir den denn hin tun? Nürnberg, oder? Und wen nach Nürnberg oder Regensburg? Ja, mein Herr. Zu euren Diensten, Majestät. Mit Königreich Handel treiben. Alter. Mit Frankreich. Sollen wir los? Okay. Was habe ich denn jetzt gemacht? Nein. Ja, endlich wieder warmes Essen. So, du? Was ist euer Wunsch? Gesetze, Bogenschießen. Ich sterbe für mein Königreich, aber das geht nicht. Handel. Wir können doch gar keinen Handel treiben. Okay. Majestät, ein Teil unserer Provinzen wird derweil nicht regiert. Ich weiß. My friend. My friend. Ich weiß aber, dass die Folge wieder vorbei ist. Verzeiht. Sollen wir etwas für euch bauen? Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Einige unserer Lande werden nicht regiert, Herr. Die Meinung unserer Kaufleute hat sich verbessert. Gut, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann gucken wir, dass hier unsere Truppen
Ja, die werden unsere Späher haben ein Söldnerlager entdeckt. Einer unserer Ritter beherrscht keine Provinz. Die sind das wohlhabendste Königreich. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Und dann würde ich sagen, schaltet dann wieder ein. Ciao.